Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Wir hatten ja vor kurzem mal uns angeschaut den Scania, wo man alle Türen aufmachen kann. Und das funktioniert jetzt auch hier mit dem Volvo. Also auch mit dieser Variante hier, mit dem FH16 und auch mit dem FH12, also mit dem 2009er. Und ich will euch das mal kurz präsentieren. Das Einzige, was wir ein bisschen haben, ihr seht, das ist die silberne Metallic-Lackierung. Da seht ihr hier ein bisschen den Unterschied. Aber nur von vorne, von der Seite ist es dann weg. Genauso wie von hinten sieht man es ein bisschen heller. Aber ist jetzt nicht zwingend schlimm. Ja? Das ist ein bisschen, ein kleines bisschen. Ich zeige euch das jetzt mal kurz, wie man es machen muss. Ich mache jetzt einfach mal die Türen auf, dass ihr es einfach mal seht. Ne? Wer es noch nicht kennt. So, guck mal hier. Jack, Türe auf. Und dann könnt ihr hier praktisch die Türen aufmachen. Ja, ihr schwebt ein bisschen in der Luft, der Fahrer. Vielleicht sollte man da vielleicht noch was machen. Irgendwie fixen. Weiß ich nicht, ob es da irgendwelche Möglichkeit gibt, das noch zu machen. Aber sieht zumindest schon mal cool aus. Das muss man einfach mal so klar sagen. Ne? Und die Tür machst du dann wieder zu. So, jetzt kam beim Scania letztes Mal die Frage, ja, wie funktioniert denn das überhaupt? Ihr habt praktisch die, warte mal, ich kann das hier noch mal kurz zeigen. Nee, warte, hier auf. Also es ist auch das Coole, das Lenkrad geht zurück, ne, vor. Also ihr habt ja noch die Animation mit dem Lenkrad auch noch mit dabei. Also ihr müsst nicht zwingend die Tür aufmachen, dann macht er halt so weit auf, damit, tschack, macht er so Feierabend. Aber das wäre dann hier nochmal so, das hier, ne, dass die Türen mit aufgehen. Ich mach's nochmal zu. Sogar die Armlehnen gehen mit rauf und runter. Guck mal hier. Cool, oder? Und die Fensterscheiben, die gehen natürlich auch noch mit runter. Da. Das ist dann auf der Fahrer- und auf der Beifahrerseite. Und das funktioniert, ich möchte es nochmal betonen, weil nicht, dass wieder zigtausend Leute fragen, das funktioniert mit dem linken Seiten- oder Fensterheber, ne? Das ist die Definition dafür. Also ihr macht mit dem linken, wenn ihr in der Definition reinschaut, mit dem linken macht ihr praktisch jetzt hier beide Fenster runter, rechts und links. Und mit dem rechten Fenster hier in der Definition, also im Menü, in der Einstellung, da macht ihr dann das Lenkrad hoch, die Armlehnen hoch und die Tür auf. Dass ihr das nochmal hier klar versteht und dass ich hoffe, dass es auch verständlich ist. Ne? Dass ihr dann nicht nochmal fragt, habe ich nicht verstanden. Aber ich glaube, müsste klar sein, oder? Oh, jetzt habe ich Blinker eingeschaltet. So, jetzt. Ansonsten sieht natürlich ganz witzig aus, gerade für die Leute, die irgendwelche so, so On-the-Road-Touren machen, ne? Und da ist es perfekter Mod dafür, da kann man richtig schön basteln und spielen. Es sieht auf alle Fälle cool aus. Das muss man wirklich mal so sagen. Ich versuche aktuell gerade den Autor zu erreichen, aber es sieht gerade schlecht aus im Specht aus. Ich hätte da noch so ein paar Ideen, aber mal abwarten. Vielleicht kriegen wir da noch was. So, habt ihr noch Fragen zu diesem Mod? Wenn ja, dann dürft ihr es gerne machen. Einfach kommentieren. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Däumchen da. Abo für den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich viel Spaß mit diesen animierten Türen hier für den Volvo FH16 und FH12. Genau, in diesem Sinn, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.